I have been privileged to conduct many times in Germany, but never in Mainz. And I have read about Mainz in history books, you know, going back to the Middle Ages and so on, the Holy Roman Empire, and Mainz was the center. And so I feel I have come to somewhere very historic and very special. The architecture, the atmosphere of the town is lovely because it has a sense of community. It's not too big and not too small. It's just right. And everything, of course, centers around this magnificent cathedral. Wir waren ein bisschen aufgeregt in der Vorbereitung, wie das alles werden soll, rein mit der logistischen Sache. Und die Menschen, die Sängerinnen und Sänger, die ich gesprochen habe jetzt heute, waren alle ganz begeistert, wie der Dom klingen kann und wie man sich hört und wie man sich in Gemeinschaft fühlt. Und bisher ist es ein wunderbares Erlebnis. Was mich besonders begeistert, ist, dass so viele Menschen da mitsingen. Es kommt von allen Richtungen, kommt der Klang. Und er ist unglaublich begeisternd den Menschen gegenüber. Also er fesselt einen, er ist witzig, sehr energiegeladen. Er macht es ganz locker und frei, aber da steckt auch eine Konzeption mit Sicherheit dahinter. Er kritisiert sehr, sehr freundlich, die Männer unbedingt im Tempo singen und nicht schleppen. Und er motiviert, wenn alle verstanden haben, dass wir mindestens so gut Englisch sprechen wie er, dann kommt der Joke, your Deutsch is wonderful. I have done many days like this. This one is special. I feel an excitement in the air, you know, that everybody wants it to go well. The sun is shining. Everyone is in a good mood. We have had a good rehearsal and it's building towards the evensong later. So we have a goal and I am confident that we will reach it. Er steht da vorne und vermittelt einfach, wie viel Spaß er an Musik hat und ich finde, das deckt einfach total an. Er ist so ein richtig herzlicher Mensch, er ist lustig und so, es war richtig schön. Man spürt förmlich die Aura um ihn herum. Auch gerade, wenn natürlich 1500 SängerInnen hier sind, die nach der Probe alle zu ihm strömen und Autogramme wollen. Und es ist ein tolles Erlebnis hier. Für mich ist es diese wahnsinnig tolle Meute. 1500 Leute, die einfach Lust am Singen haben und mit vollem Herzen dabei sind. Sowas erlebt man wirklich nicht alle Tage. Ich glaube, die Schwierigkeit ist immer, dass die ganz hinten stehen und die auf der anderen Seite stehen, dass das zusammenkommt. Wir haben ja 11 Sekunden Nachklang und das zusammenzubringen, glaube ich, ist auch für ihn schwierig. The idea of the choir day is to bring singers together. That for me is the most important thing, that all of these singers have their own church choir or community choir, and there are maybe 20 in that choir, 30, 40, 50.
The amazing thing is that today we have more than 1,500 singers who are all in this magnificent cathedral to make music. And that is magic.